Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Kaffeerösterei Martermühle. Heute zeigen wir euch die Zubereitung eines Espresso Avogato. Was brauchen wir dazu? Erst einmal eine Kugel Creme-Eis. Besonders eignen sich hier Vanille, Haselnuss, Sahne, Milcheis, Schokolade, Pistazie oder auch Mandel. Also jede Eissorte, die besonders cremig ist. Je nach Tassengröße nehmen wir dann ein bis zwei Kugeln Eis, in diesem Fall eine Kugel für eine kleine Espresso-Tasse. Als nächstes benötigen wir einen einfachen oder doppelten Espresso, auch wieder je nach Tassengröße. Hier empfehlen wir euch unseren Espresso Autostrada, der ist kräftig mit einer Zartbitternote und Nougat-Nuance, oder wie in unserem Fall hier im Video unseren Espresso Caramello. Ein cremig-karamelliger Espresso mit der sanften Note von gerösteten Walnüssen und Zartbitterschokolade. Je nach Tassengröße lassen wir also nun einen einfachen oder doppelten Espresso in unsere Tasse auf unser Eis laufen. Der Affogato ist eine wunderbar sommerliche Espresso-Variation. Er eignet sich perfekt als kleine Nachspeise. Es gibt auch tolle Variationen des Affogato. Zum Beispiel der Affogato al Café con Panna mit etwas frisch geschlagener Sahne oder den Affogato al Café con Cioccolato mit Schokoladenstückchen oder Schokoladenstreuseln. Der Affogato lädt also definitiv zu etwas Abwechslung ein und ist eine wunderbare Espresso-Variation. Nachmachen lohnt sich und wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal!